Ja, hallo und herzlich willkommen zurück, liebe Zuschauer. Wir haben ein ernstes Problem. Wir haben zwar genug Truppen, um die Armeen alle niederzumähen, aber offenbar muss man das so schnell machen neuerdings, dass wir echt verzweifeln. Ist ja richtig Noob-like, wie hier alles kaputt geht. Hätte ich nicht gedacht. Ich hätte echt gedacht, dass wir das aushalten. Vor allem, weil wir ja wirklich Revolutionen auch zugelassen haben. In Anführungszeichen. Ja, hier ist alles weg. Vielleicht liegt es auch daran, dass wir die ganzen Forts gelöscht haben. Ich weiß es nicht. Vielleicht ist dadurch der Effekt eingetreten, dass die Rebellen sofort alles erobern können, ohne auf Widerstand zu stoßen. Und dass wir dadurch ein Problem jetzt haben, weil sie zu schnell zu viel erobern können. Also dass wir eben nicht so viel Reaktionszeit haben wie früher, als wir noch die ganzen Forts hatten. Naja, die Ming haben natürlich auch ihre Probleme, aber das freut mich kein bisschen, denn bei uns geht es jetzt echt um die Existenz und ich glaube, der macht sich jetzt richtig viel unabhängig. Der macht sich richtig viel unabhängig jetzt. Boah. Und da haben wir echt die Wahl, was wir machen. Ich gehe mal mit einer Armee runter, einfach damit sich da unten auch nicht zu viel unabhängig macht, aber ich weiß auch nicht, was jetzt strategisch die beste Wahl wäre als Ziel. Ja, jetzt komm, auf Rush auf Berlin, komm. So, da ist jetzt was, da freue ich mich drüber, weil da lohnt sich wenigstens mal die Peking-Armee von mir. Schlesien möchte unabhängig sein. Alle. Alle machen sie Ärger. So, die hier hätten wir ja alle vernichtet. Jetzt geht's hier hoch. Reinforce Speed bisschen schneller, bitte. Ja, wir können nicht boosten. Wir haben auch immer noch unsere Overextension. Eger ist gefallen. Boah, schaut mal, hier wird alles vernichtet. Auch so Länder wie Bayern, da wird einfach die Armee gewiped vom Feind, von unseren Rebellen. Die wipen natürlich in den Nachbarländern auch alles weg. Die Nachbarländer können da auch nicht mehr helfen. Das ist einfach nur noch krank. Heftig. So. Na, es dauert halt auch 2 Jahre, haben wir jetzt gesehen, bis man vom Osten in den Westen kommt. Vielleicht ist das auch ein Grund, warum uns das Ganze bisher so schwer fällt. Noble Rebels, enforcen die denn bald? Also mittlerweile bin ich nicht mehr ganz so pessimistisch. Vielleicht, na, Betonung auf vielleicht, schaffen wir es noch ein bisschen was von dem Ganzen aufzuhalten. Aber auch nur ein bisschen was. Das ist auf jeden Fall heftigst.
Und wir können nicht noch mehr Truppen einstellen. Wir sind jetzt schon mit 300.000 Mann, mehr geht nicht. Also mehr können wir nicht stellen. Wir haben so krasse Verluste jetzt schon. Ja, auf nach Berlin. Ich glaube, wenn wir Berlin haben, dann ist es allgemein schon mal ganz gut. Nein, wir können auch nichts tun hier. Haben wir eigentlich irgendeine Mission? Bergerac. Okay, na gut. Jetzt kommt es hier beim Don wieder zum Kampf. Wir laufen hier hoch zu den buryatischen Separatisten, die 53.000 Mann aufstellen konnten. Ist ja auch schon heftig. Ja, die sind alle ganz nah daran zu gewinnen. Okay, passt auf, wir machen jetzt Folgendes. Es wird uns zwar einige Männer kosten, diese Strategie. Also einige. Aber wir haben keine Wahl. Wir müssen beginnen, dieses ganze Zeugs hier wieder zurückzuerobern, so schnell wie es geht. Da werden wir zwar die einzelnen Truppen verlieren, die da versuchen, das zurückzuerobern. Wir werden einige von denen verlieren, aber wir müssen die Provinzen wieder in unseren Besitz bekommen. Ansonsten haben wir zusätzlich zu dem Problem, dass ganz viele Staaten unabhängig werden, auch noch das Problem, dass wir total verschuldet sind, weil wir während dieses Kampfes ja keine Steuern aus diesen Provinzen beziehen können, die belagert sind, die, ja, die der Feind hier innehat momentan. Ja, ich würde ja gerne noch eine Debatte starten. Ja, bringt uns nur alles gar nichts. Minority Rights. Military Support kriegt ihr immer. Church Power immer. Ja, Army Tradition kriegt ihr. Nee, Diplomatic Support kriegt ihr nicht. Military kriegt ihr. Nee, Corruption ignoriere ich nicht. Church Power. Church Power. Bisschen Prestige verlieren. Ja, okay, schon kriegt ein bisschen. Korruption ein bisschen. Seeland bekommt ein bisschen. So, akzeptierte Kulturen, vielleicht hilft das ein bisschen. Vielleicht, ja, also ich glaube ja nicht, aber vielleicht hilft es. Wir kommen auch nicht so wirklich voran in Berlin. Minus 37.000 Manpower, das heißt, wir werden auch sehr bald an die Stelle stoßen, an der unsere Truppen sich nicht mehr auffüllen. Das wird dann auch ein Problem. Schön, dass die sich ja teilweise wenigstens auch gegenseitig bekämpfen. Die Partikularisten und die Nationalisten. Ja, und jetzt passiert hier das, was ich meinte. Die Truppen werden natürlich aufgerieben. Wenig, wenn die hier versuchen, das alles zurückzuerobern. Puh. Ja, too many military leaders. Da können wir nichts gegen tun. Okay, schicken wir die kleinen Armee-Stacks auch nochmal rüber. Vielleicht können die nochmal helfen, hier ein bisschen was zurückzuerobern. 2000 lassen wir mal in Peking. Denn da brauchen wir ja dasselbe. So, wir haben heftiges Prestige verloren.
Ansonsten... Ja, schaut euch das an, Alter. Ist doch nicht mehr normal. Berlin ist wieder zurückgefallen, ja, weil wir da den General wahrscheinlich rausgetan haben. Doof, wie wir waren. Also einen guten Belagerungsgen, bitte. Irkutsk gehört uns. Ist doch auch nett. Ja, bringt jetzt aber auch nichts mehr. Denn das war aus dem Parlament, was wir da hatten. Unser Herrscher darf mal kämpfen hier. Oh je, Mini. Schnelle Rückeroberung, Leute. Schnelle Rückeroberung. Wie sieht's aus? Knapp. Knapp sieht's aus, Leute. Knapp. Ganz knapp. Ich kann nur hoffen, dass die sich weiter ein bisschen gegenseitig ausschalten. Das wäre wirklich gut. Das würde uns wirklich gut tun. Ah, es ist... Alle Bewegungsbefehle sind gesetzt. Wie sieht es denn hier aus mit Rebellionen? Ja, da kann immer noch was kommen. Da brauchen wir die 45.000 noch in China. So, hier im Süden, in Skopje, schicken wir nochmal unsere Leute hin. Ja, das sind auch alles Partikularisten hier. Das ist heftig. Das ist heftig. Das ist ein bisschen wie so eine Zombie-Apokalypse hier. Ich glaube, dazu gibt es auch einen Mod in EU4. Habe ich aber noch nie gespielt. Ja, da kommen sie wieder, die 34.000. Super. Super, super. Und wir sind hier bei 63%, haben ein bisschen Pech in Berlin auch. Ihr seht ja auch, ich habe das Tempo rausgenommen, damit ich noch schneller reagieren kann. Ihr müsst in den Kosovo. Jetzt verlieren wir auch noch Armeetradition. So, also was ist der Status? Der Status ist der folgende. Wir haben jetzt hier im Balkan für Ruhe gesorgt. Wir haben in Zentralasien eigentlich für Ruhe gesorgt. Auch im Osten dürfte nichts anbrennen. Wir haben in Russland fast vollkommen für Ruhe gesorgt. Es sind auch so zwei Armeen, die hier ein bisschen rumwüten. Kiva kriegen wir in den Griff. Baschkiria könnte sich hier gründen. Diese vier Provinzen könnten unabhängig werden. Das Risiko besteht ernsthaft. Wir haben weiterhin ungefähr 500.000 Partikularisten, deutsche Partikularisten, die wir irgendwie aufhalten müssen. Und wir kriegen Berlin nicht erobert von den Noble Rebels. Das ist auch ein ganz großes Problem momentan. Und ja... Also es ist knapp, nicht unmachbar, aber ganz knapp. Und so knapp habe ich es ehrlich gesagt nicht gerne. Also jedenfalls nicht, solange ich nicht gewinne. Wenn wir das hier schaffen irgendwie, so dass ich zufrieden bin, dann bin ich ja froh. Dann sage ich, der China-Krieg hat sich gelohnt. Aber ansonsten muss ich sagen, bin ich der Ansicht, das Ganze war ein Reinfall. Ja, wenigstens sollten die Provinzen jetzt gleich alle integriert sein in unser Reich.
Das wird uns dann helfen. Aber wir ärgern noch so ein bisschen die anderen. Also die Bashkiren. So, im Kosovo haben wir gesiegt. Karelia haben wir verloren. Ja, ich glaube auch hier in Schweden. Die holen sich ja jetzt, was sie wollen da. Können wir ja nicht verhindern, wirklich. So, wir haben Berlin befreit. Wir gehen nach Sternberg, um diese unmittelbare Bedrohung dieser Partikularisten auch mal zu vernichten. Boah, wir verlieren Männer und jetzt sind wir verschuldet. Es ist soweit. Wir kommen jetzt in den Schuldenkreisel und der wird uns kaum loslassen bis zum Ende des Spiels, weil wir werden uns noch so heftigst verschulden, um das hier aufzuhalten. Wir werden es müssen. Also es ist ja nicht so eine Entscheidung, dass ich das gerne mache, sondern wir werden müssen. Also schicken wir mal überall Leute hin. Ja, dieser Abbau an Forts, der hat uns hier in eine ganz, ganz, ganz gefährliche Lage gebracht. Da habe ich leider nicht genug drüber nachgedacht. Ja, die ungarischen Separatisten, da müssen wir auch nochmal holen. Ja, wir sind 60.000 Mann im Minus, also das, boah, das wird noch ganz schwer. Na, schaut euch an, was da alles noch ist. Und die könnten den Country breaken und dann haben wir ein totales Problem. Wenn der Country gebrochen wird, also wenn unser Land gebrochen wird, dann gute Nacht. Alle Demands von allen Rebellen sofort angenommen. Automatisch. Können wir nichts tun gegen. Ja, und was das bedeutet, könnt ihr euch vorstellen. Das bedeutet, wir verlieren ein Drittel unseres Reiches. Sind die mal langsam integriert hier? Sind sie immer noch nicht, ne? Ja, Hammer. Ja. Okay, Leute, Notfall. Notfall, wir schicken einfach die 46.000 aus Peking auch nochmal rüber. Die Noble Rebels, breaken die uns auch? Ja. Wir wollen Privileges. Nee, 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 das wollen wir nicht. So, du rennst mal nach Kiew, du nach Budapest, du hierhin nach Szybolcz, nach Bihar. Maros, du. Wir haben hier eine einsatzfähige Armee. Ja, nur eine einzige momentan. Weil wir kein Geld und keine Manpower mehr haben. So, jetzt sind die chinesischen Provinzen alle unser. Vielleicht kriegen wir jetzt auch ein bisschen mehr Geld, ja ein bisschen mehr, aber boah. Schlimm.